Hallo liebe Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Folge Transportfieber 2 hier auf meinem Kanal. Wir sind hier in London am Hauptbahnhof. Ja, und wir wollen diesen Zug noch verlängern. Der ist jetzt voll, aber wir haben hier rund 600 Personen, die nach Hannover wollen. Während hier der nächste Shinkansen dann ankommen soll mit 200 Passagieren, der ist irgendwo im Tunnel, soll jetzt jederzeit hier ankommen. Jetzt kommt er. Oh, die roten Zahlen noch ausmachen, das vergesse ich immer wieder. Gut. Ja, den Zug werden wir verlängern. Ich werde das Spiel kurz stoppen. Und jetzt hier aussteigen, dann können wir hier nämlich die Züge gleich verlängern. Ich würde sagen, wir können die gut mal um 6 Wagen verlängern. Müsste eigentlich kein Problem sein. Den richtigen nur noch haben. Ne, das war nicht der. Und der für eine Länge. 160 Kapazität, nee, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen den hier. So, 320 Kapazität hat er neu. Mit dabei. Den Schlusswagen hier noch ans richtige Ort. Und dann ersetzen wir die mal flott. Ja gut, 71,3 Millionen. Ja, das können wir getrost gleich wieder vergessen. Das habe ich auch vermutet, dass das vielleicht eben nicht funktioniert. Schade eigentlich. Ja, 200 Passagiere steigen hier aus. Vielleicht mal hier vorne rauskommen. Dann würde ich sagen, wir überspringen den Punkt im Moment zumindest und werden Regionalzuglinie Duisburg-Max-City wieder nach Hannover verlängern. Bis wir das hier machen können. So, hier oben, da stellen nämlich auch viele Leute. Wollen wir hier nach Hannover runter. Die Linie einfach ein bisschen mehr entlasten. Oder eben die Linie hier. Jetzt halt wieder ein Zug mehr, der hier runterfährt. Wobei wir haben hier noch ein Gleis noch frei. Das letzte. Gut, wir brauchen mal die Linie. Haben wir sie denn? Müsste. Das ist eigentlich die Linie. Die. Gut, von Mike. City geht die mal runter nach Hannover hier hin. Ja, man sieht schon, der fährt gleich mal hier drüben an den Bahnsteig ran. Dann auch wieder hier hin zurück. Da hast du aber gleich wieder auf die 4. Gut. Dann sollte das eigentlich dann auch wieder relativ gut funktionieren. Da kommt er nämlich schon. Wir können hier gleich mal mitfahren. Die Gelegenheit beim Schopf packen und mal wieder eine Mitfahrt machen.
Gut, dann hätten wir nämlich das schon mal. Ja, ich hoffe natürlich hiermit jetzt, die werden auch hier die Linie ein bisschen besser nutzen nach Hannover. Also die Leute ein bisschen wegbekommen. Gut, dann werden wir die Schnellzugstrecke von Hannover noch erweitern zum Flughafen. Das wäre noch der nächste Punkt, den wir noch machen wollen. Erstmal genießen wir mal die Mitfahrt runter. Ja, hier haben wir wieder rot, das ist wieder klar. Die Linie ist irgendwie auch ein bisschen überlastet darunter. Wenn man mal was unternehmen. Und vielleicht können wir dann auch gleich noch eine Linie hier ranbasteln für die Güterzüge. Die hier noch ein bisschen anders unterfahren lassen. Müsste mal gucken, ob wir da nicht sogar noch in den Bahnhof reinkommen. Ansonsten. Wobei auf die andere Seite wird, glaube ich, schwierig. Wobei wir könnten überlegen, dass wir da vorne das Gleisfeld ein bisschen anders bauen, dass wir hier vorne die Gleise haben. Eigentlich müsste doch der so rüberkommen. Bin ich der Meinung. Vielleicht müssen wir da die Linie einfach noch dementsprechend so einrichten, dass der erste Linien teilnimmt. Weil eigentlich der Zug, der jetzt da wegdüst nach Paris, brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Jetzt haben wir ja den Schnellzug. Wo? Mal hier vorne mal schauen, der könnte doch eigentlich hier lang. Da sind schon zwei Linien unterwegs. Ich denke, das würde eigentlich nicht groß stören. Und den hier drüben lang nehmen. Hier wieder raus. Ja, hier haben wir wieder kein Signal für das. Aber hier haben wir eins. Eins, dann fährt er nämlich auch hier draußen lang. Aber das ist schon sinniger, der da drüben bleibt. Ja, 80 Personen nimmt er wieder mit. Die Bezeichnung, die stimmt sogar noch. Das können wir gleich mal lassen. Gut, wir müssen das einfach mal beobachten, ob die hier den Perron wechseln. Zug ist gerade da. Ja, wird glaube ich schwierig. Ja, doch, sie nutzen die Strecke eigentlich relativ gut. Und hier auch eher zu als ab. Das ist auch in Ordnung. Gut, hier um den Flughafen, den geht es jetzt noch. Hier ein Bahnhof hinstellen, weil hier kommen wir sicher noch mit Gleisen unten durch. Die Frage ist halt bloß, wie wir dann mit den Gleisen von hier nach hier hinten gelangen. Das ist doch die andere Aufgabe, die ich mir irgendwie noch stelle. Weil durch die Stadt durch finde ich jetzt nicht sehr optimal. Und hier müssen wir irgendwie dann kreuzen. Ja, vielleicht hier mit dem Tunnel unten durch.
Dann hätten wir einfach wieder das Phänomen, dass wir hier wieder eben hin müssen. Oder wir könnten versuchen, hier rauszugehen, hier irgendwie unter die Erde, hier unter der Stadt durch, so dass wir hier drüben vielleicht wieder rauskommen. Ja, gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Neben das wird relativ schwierig, dass wir hier noch ein Gleis mit dran kriegen. Ja. Und von der Seite aus könnte man gut hier rein. Hier drüben runter. Wir müssen eh die Gleise hier verbinden. Ja, und ich denke, das machen wir jetzt irgendwie auch noch. Ah doch, dann ist das richtige Gleis reingefahren. Ja, ich glaube, die gehen jetzt schon ein bisschen mehr. Wohin noch? Also hier, den Bahnhof. Machen den auf 600 Meter Hochgeschwindigkeit Passagiere, mal mit zwei Gleisen. Und dass wir den da hinten richtig rang bekommen. Den noch ein bisschen drehen. Dürfte, glaube ich, so passen. Hochgeschwindigkeitsgleise, dann machen wir die 300 km/h. Hier gehen wir mal ein Stückchen gerade. Mal gucken, wie wir das am besten anstellen. Vielleicht wirklich unter die Erde runter in ein Tunnel. Und doch da, ja, jetzt haben wir da eine Kreuzung. Also nicht so ideal. Ja, wir müssen hier oben lang und das geht fast nicht. Jetzt kriege ich hier die 300. Come on. Nee, kriegen wir nicht. Warte eigentlich. Wir müssen hier vorne früher runter, sonst komme ich da nicht unten durch. Gleis. Oh, ich brauche das Gleis. So viele Brücken, so viele Bauwerke, alles steht ein bisschen im Weg. Jetzt kommen wir auch da raus. Durch. Gedruckt, hab schon. Ne? Doch ist dran. Gut. Du auch noch ein bisschen da vorne hin. So kriegen wir hier eine Doppelkreuzungsweiche hin. Ja, mal schauen, ob das bis nach hier vorne geht. Wegen der Steigung. Okay, was machst du? Spiel? Ja doch, funktioniert. Ich dachte jetzt schon, es
Funktioniert wieder nicht. Aber ist okay. Jetzt hier unten. Dann, dass wir irgendwie hier drüben lang kommen. Oh lala, da müssen wir aber richtig. Eine Riesenkurve machen. Ja, und hier haben wir auch das Tunnel im Weg. Ein bisschen, ja, noch ein wenig nach unten. Okay, kommen wir dann wieder hoch. Bitte nicht da drüben rein. Ja, wird wieder halt ein relativ langes Tunnel. Können wir an diesem Engpass einfach nicht wirklich vermeiden. Ohne kommen wir erst raus. Der Wahnsinn. Ein bisschen lange. Gut, was soll's. Wir brauchen das Tunnel, ansonsten kommen wir da nicht vernünftig durch. Einfach schon. Lala. Das Spiel da oben hier ein bisschen mit einem Absturz, habt ihr das Gefühl? Gut. Dann brauchen wir hier aber noch die Signälchen. Eines hier. Dann machen wir mal einen Block. Ach nö. Noch. Genau noch falsch gesetzt auf die falsche Seite. Mach die jetzt extra ein bisschen. Aber das ist jetzt auch wieder falsch hingesetzt. Ja, klar. Und das zweite. So. Gut, und hier benötigen wir dann die Weiche. Wird wieder mit der Gleisauffahrt, wird es wieder sehr cool mit dem Zufahrtsgleis. Gut, wir brauchen ja eh noch weitere Gleise. Und dann auch gleich so machen. Ja, was jetzt? Lädt schon wieder. Hallo? Wieso hat es ja ein Problem? Jetzt veräppeln. Weil ich hier wieder rumbastle. So. So hin. Ach, sieht gut aus. Ich dachte jetzt nur gerade. Hier sah nur so komisch aus. Noch. Das hier muss noch weg. Wie hier noch ein normales Gleis hin. Nee, nicht wirklich. Vielleicht von hier drüben. Was als Zufahrtsgleis? Nee, ich weiß nicht. Also, sieht mir ein bisschen komisch aus. Gut, aber wir würden hier vorne aufs Gleis kommen.
Ah komm, warum nicht? Würde keinen. Ausfahrt ist noch. Hier vorne, da haben wir es schon. Gut, dann kann der Shinkansen eigentlich weiter zum Flughafen. Nach da hinten. Hier fehlt, glaube ich, noch das Signal. Den Flughafen müssen wir noch an den Bahnhof anschließen. Wäre noch sinnvoll. Die Frage ist, machen wir hier gleich mal, fahren hier Tramme oder Busse? Was fährt denn hier raus? Gar nichts. Nur die andere Zuglinie. Ja, da wäre noch eine Nahverkehr in die Stadt rein mal noch sinnvoll. Hin ist es ein Pendel oder so. Vielleicht hier. Ja, so die Haltestellen hier abgereift. Hier hin nach hinten bringt. Könnten wir eigentlich gut da einbringen. Wir brauchen Haltestelle. Die Frage, machen wir Bus oder Tram? Machen das so hin. Man könnte die natürlich parallel zur Straße hin machen. So hier hin. Könnte man schauen, ob wir das so weit ausbauen können, dass wir hier gleich mal den Bahnhof mit dran haben. Wir kriegen nicht mal den Bahnhof mit dran. Ja, ist schon ein bisschen doof. Ich muss das ein bisschen weiter wegnehmen. So könnte es vielleicht eher gehen. Ja, wir finden es raus. Ja, da auch keinen Anschluss. Ja, doof. Also das können wir hier vergessen. Dann machen wir hier einfach eine Straße hin. Etwas breitere. Wo wir mit den Trommeln reinfahren. Hier vorne. Glaube so machen, aber ich denke glaube ich nicht dran. Wir testen es jetzt ein. Ja, habe ich vermutet, ehrlich gesagt. Straße. Gehen wir hier irgendwie da rein. So haben wir es dran. Gut, ich würde sagen, wir machen hier gleich Tramme rauf. Ja, ich werde jetzt hier die YouTube-Aufnahme beenden. Der Livestream läuft weiter, weil wir nehmen noch weitere vier Folgen auf. Dann wünsche ich euch alles Gute und ja, hoffentlich. Hat es euch gefallen? Ja, lasst einen Daumen nach oben da und dann hoffe ich, ihr seid morgen auch wieder mit dem Start hier auf meinem Kanal, wenn es hier weitergeht mit dem Bau der Nahverkehrsstrecke. Sind alles gut und bis dann. Tschüss!